Und willkommen zurück bei Pixel Knights. Small Saga. Wir sind letztes Mal da stehen geblieben, wo wir kurz vor dem fetten Kampf mit der Katze stehen. Mit dem Tiger. Ja. Und Gefährten. Da ist er auch schon. The Warrior Mouth Returns. Der mockt uns immer so ein bisschen. And with the Mole. Ja, na klar, Maulwürfe. Maulwürfe, nicht Molche. And with the Mole this time. Don't tell me the little kitty is scared of being outnumbered. Scared? All I see before me are an entry and a main course. Course. Ah, die Katze sagt auch God Weapons dazu. Okay. Bin mal gespannt. Hold my nerve, ja. Yeah. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist doch ein Feuerzeug. Das sieht doch ziemlich nach Feuerzeug aus. I'm going to unleash fire and fury. I'm done holding my nerve. I'm going to unleash fire and fury. Das sind so dramatischen Dialoge teilweise. Also, wir machen hier gleich mal Rage. Berserk. Und nun light him up, Cyban. Burnfire. Hauen wir gleich mal voll rauf. Super. 13. Tiger Claw. Jetzt gibt es jetzt noch einen Swipe. 12 Schadenspunkte. Burnfire deals heavy special damage. Deal bashing damage. Smack wäre. Ich benutze mal das Ding hier weiter. Super Damage. Life Points sind gerade noch so okay. Naja. Bei ihr muss ich jetzt aufpassen. Ich habe dummerweise, ich habe keine Items. Sie könnte höchstens defend, aber ich mache jetzt erstmal hier Wurmfire. Wurmfire braucht zwei. Dann mache ich erstmal, glaube ich, eine Runde defend. Bleeding. Okay, ein Statuseffekt Bleeding. Fuck. Bleeding ist irgendwie nicht cool. Wurmfire. 13 Schaden. Oh fuck. Tja, ich weiß noch nicht, wie ich hier irgendwie heilen kann. Aber das hieß ja auch Attack until the enemy falls oder irgendwie so. Smack. Resist. Okay, Smack ist nicht so eine gute Sache. Okay, sie ist tot. Das ist nicht so cool. The bleeding has stopped. Ich gehe nochmal in Rage. Not enough energy. Defend. Bleeding. Schon wieder. Mann. Rage. Berserk. Tiger Claw. Die hat mich gleich. Fuck. The best revenge is to be unlike the one. Who wronged you? Emperor Marcus. Ich kenne zwar diesen Emperor Marcus nicht, aber das macht schon Sinn. The best revenge is to be unlike the one who wronged you. Ah, ist halt so ein Feelgood-Spruch, so ein bisschen, aber ist was dran. Ah, guck mal. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich mir noch Heilung hole. Also auch wenn die Welt halt sehr einfach und bisher linear aufgebaut ist, hat das Spiel halt anderweitig seine Tiefen. Es gibt sehr einfache Dinge, die Controls sind sehr einfach, das ist aber auch gut. Die Welt ist sehr einfach, finde ich jetzt auch gut und man kann halt so mit mehr in die Dialoge und die Story so ein bisschen eintauchen. Finde ich dafür, dass es, ich glaube, das wird ja nur von einer Person
programmiert, so wie Stardew Valley, nur eben vom anderen Typen. Wollt ihr noch was kaufen? Ich habe, glaube ich, gar kein Geld, oder? Skills. Trinkets. Konnten wir beim Equip unser Geld sehen? Hier kann man sich auf jeden Fall nichts kaufen. Was war hier nochmal? Ah, hier war der alte. Da hinten war die... Da ist die Library. Und hier war noch... Hier war irgendwie so eine Frau drin, oder? Ja, das ist hier egal. Der Händler... Wie kann man höchstens nochmal speichern? Das brauche ich nicht. Und was sagt der Typ hier? Ich kann halt auch jemand anders defenden. Ich versuche es einfach mal mit einer besseren Taktik. Mal gucken. Dass ich mich jetzt hier keine Items kaufen kann. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen. Gespeichert hatten wir ja. Neuen Progress hatten wir nicht. Okay. Hold my nerve. I'm done holding my nerve. I'm going to unleash fire and fury. Sag's ja immer wieder die. Okay. Rage. Burn fire. Zwei verloren. Jetzt würde ich sagen. Ja, Angriff erstmal. Tiger Claw, das hat jetzt drei schon mal abgezogen. Bleeding. Das ist ein fieser Scheiß, ey. Tiger Claw. Fuck. Okay. Nee. Ja, okay. Er muss jetzt defend. Ah, er kann sich nur selbst defenden. Wir machen beide defend. Wenn das vor Bleeding schützen würde... Blute schon wieder, okay. Rage. Wormfire. Oh, er kann noch... Oh, besiegt, yes. Er hat doch... Also, ich weiß jetzt nicht, aber er hat ja null... Lebenspunkte? Sie hat irgendwas Neues gelernt. Und sie haben es tatsächlich geschafft.
Ah, okay, but we didn't land a killing blow. Okay. Doesn't matter. The kitten won't be bothering the village anytime soon. Let's give Mother the good news. Ansonsten, wo geht's hier lang? Ah ja, da bin ich hier durch die Tür gekommen. Da komme ich nicht wieder zurück. Oder? Okay, sehr gut. Dann haben wir das. Ja, Dorf erstmal so ein bisschen beruhigt. Mal schauen. Irgendwie traue ich dem Frieden noch nicht so ganz. Aber das finden wir gleich raus. Let's go. Schauen. Wie gesagt, irgendwie traue ich der ganzen Sache doch nicht. Er fragt schon, ob wir direkt geslayt haben. Ja. I do, you disappoint me, sagt die Mutter. Also die anderen beiden waren jetzt beeindruckt. Und sie wundert sich, weil sie ja halt das Dorf von der Tyrannei befreit hat. Ja, und genau. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, und da hat die Mutter nicht ganz Unrecht. Also sie sagt, you short-sighted fool of a daughter. What will happen if the gods see us as a threat? Genau, da kommt nämlich der scheiß Kammerjäger. Blades and poison, fire and water, they would rain hell on us and it would be the end of the Crane Bale. Und das stimmt leider, aus Mäusesicht ist das so. They would rain hell on us. Und ich frage mich, wie viele, ich will jetzt hier nicht den Umwelttypen spielen, aber wie viele Tiere das schon so gefühlt haben müssten. Abgesehen davon, dass die meisten das nicht so empfinden. Aber bei Affen könnte ich mir schon vorstellen. Und deswegen, sorry, 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 aber deswegen Produkte mit Palmöl vermeiden, weil dadurch wird der Regenwald in Indonesien und überall abgeholzt und der Uran-Utan ist dann einfach ausgestorben. So, einfach mal drauf achten, auch bei Süßkram und so ein Zeug. Kaufe ich mir sehr gerne, aber versucht da Palmöl zu vermeiden. Okay, Environmental Mode off. Wir sollen erstmal wieder raus. Naja, okay, sie will halt in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Mutter schmeißt uns jetzt raus. You want to tinker with God's tools and fight Titans? Well, fine. I've got your wish. I'm exiling you from Cairn Bay Village. Sie verbannt uns. Außer Familie? Zwar nicht so direkt, das hat sie nicht gesagt, aber aus dem Dorf. Er ist einfach nur whatever. Ach so, ja. Yeah. I came here because I heard Crane Bay was the gathering place of the smartest minds in Rodentia. But all I found are stubborn idiots. The old way is survival. The old way is dead. Cyberman gets that. Why can't you? Get out. Aber für mich ist das halt so einfach eine Generationfrage. Old and new way. Ob's halt immer so und wird immer so bleiben. Oder voraussichtlich erstmal so bleiben. Okay, jetzt wollen sie noch ein Butterfly, kein Raven schicken, sondern Butterfly mit einem Request an den König von Murida, dass er doch ein Auge auf sie haben soll. Das heißt also,
vermutlich kommen wir nochmal in eine brenzliche Situation und werden dann aber von den Königswachen dort gerettet. Möglicherweise. Wir wurden verbannt, das heißt, wir hauen ab, wenn ich das hier mal hinkriege. Let's go, hier war ja glaube ich nichts mehr. Bibliothek, da war nur ihr, der ganze Scheiß von ihr, konnten wir auch nichts mitnehmen. Ah, da ist sie. Anything you want. Ja, na klar, so sind wir jetzt ja. Also, anything but that, I've got a job to do. They say the two people shot the road. Ja. So unangenehm ist sie ja nun auch nicht, also. Aber er muss natürlich erstmal den rauen Mäuse-Vagabunden spielen. Liability, ja. Nee, you were okay. Just okay. Die hat uns eigentlich ziemlich krass geholfen. Aber sie würde uns halt helfen, da ins Königreich zu kommen. Ja, sie will helfen und sie will lernen. Fein. Genau, jetzt gehen wir erstmal in das Königreich und dann danach. Mal sehen. Hier liegt ein Rucksack. Godly Junk, let's move on. Looks of Venom? Nee. Wie heißt der noch? Burn. Venom. Ach, hier hat jemand ein F bekommen und seine Schultasche hingeschmissen. Jetzt haben wir hier noch ein Schild. Katzenfutter. Just garbage, although this could make for a good spot to climb the wall. Ja, siehst du, da sind ja auch die Pfeile an der Wand. Ich guck mal trotzdem noch, was hier so rumliegt. Just garbage, come on. Ja, da ist jemand im Garbage. Vielleicht noch ein neuer Kamerad. We're never going to make it to Morita if we get sidetracked by every idiot in distress. Oi. I could fly you there. Okay, mal gucken, was da drin ist. Fly. It's a carrier basket. So, da ist ein Vogel drin. So, this person must be a majestic carrier raven. Savannah, this is a golden opportunity. A free ticket to Moria. So optimistisch. Und naiv. A direct flight would save a lot of time. Weeks even. Alright. Sit tight, bird. Cool beans. I'm not going nowhere. Das kann nicht gut gehen. Jemand, der cool beans sagt. Das ist kein seriöser Flying Raven oder was sie gesagt hatte. Na gut, versuchen wir es mal trotzdem. Zack, zack, zack. Zack. Okay, jetzt will sie uns zeigen, dass sie keine Last ist. Was will sie machen? Achso, auch raufgehen? Ja, gucken. I should look around down there.
Hier ist jetzt eigentlich auch nichts irgendwie, was sich noch großartig. Es sei denn, ich habe hier irgendwas an der Straße übersehen. Aber das Spiel ist jetzt nicht so versteckt. Ich habe wahrscheinlich irgendwas Offensichtliches übersehen. Hier nochmal gucken. There's a pointy stick, a rubbery cube. Brute strength didn't work. Maybe I can stab this damn lid open. Sir Worm, I found something. Mal gucken, was sie hat. Junk? Not just any old junk. Give me a second. Ein Lineal als Hebel. A seesaw. A lever. It's basic mechanics. Genau, hinten drauf springen und Deckel öffnet sich. Ready for rot? What now? Oh mein. Ich habe die Charaktere ja schon mal gesehen. Die Taube. Das sind die Taube. Oh Mann, oh Mann. I almost died in there. Was ist die Musik? Ja, so eine typische Taubenmusik. Wenn man sich so vorstellt, wenn Tauben so durch die Stadt fliegen oder da rumhüpfen auf der Straße mit dieser Musik im Kopf. I'm not a knight. Auf jeden Fall kann sie uns dahin bringen. Okay, gehen wir mal rein. Wenn wir runterfallen, will sie auf jeden Fall nicht anhalten. Mal schauen. Ah ja, okay, alles klar. Das ist tatsächlich unser Transportmittel, sozusagen durch die Stadt. Die Stadt ist ziemlich groß. Also da, wenn jetzt, je nachdem, wie viele Orte das hier auf der Map geben wird im Hauptspiel, wenn es released wird, ist das ziemlich groß. Und das ist hier diese Hauptstadt ist ziemlich weit weg. Also hier werden wir schon nochmal eine ganz andere Welt, Mäusewelt sozusagen sehen. Aha, da haben wir London im Hintergrund. Ist also doch ein britisches Spiel. Die fällt immer auf die Nase. I'll take you to pipe that goes down, way down to the under river level. Somodia lies below us. Just what kind of fancy old god building is this place anyway? Tja. Beats me, Mouse Gang. Us pigeons just call it the Belfry. The gods call it the Western Palace. It's just some old building they use for bureaucratic work. So the rodent city and the godly city, two societies that are so close but never overlap. Okay, genau. Die ist jetzt sozusagen hier unser Reisespot durch die Stadt. Okay, von hier geht's eigentlich dann runter.
Hier ist aber schon mal in so einer Art Kanalisation. Achso, diese Under River, ja. The Bloody Bridge. City's East Gate. And the Rapid Water Below is the Moat of Moorida. Auf jeden Fall kann sie uns hier mal so ein bisschen Hintergrundwissen zur Stadt und so weiter geben. Finde ich auch ganz cool, dass hier so die Bridge of Blood, wenn man da reinfällt, dass man direkt zum Ozean kommt und er sich wundert, dass das halt nur so eine normale Brücke ist und sie meint, nee, ist eine besondere Brücke. The Copper Doors of Moorida East Gate. Aha. State your business. Sagt Thomas. Our business is our own, Nosy. I'm not cranky. State your business. Right, our business. Warriors, merchants, vagabonds. Warriors. Swords for hire. Pah. Okay, die wollen uns nicht reinlassen, weil wir vagabunden sind. Ja, früher ist man manchmal in Städte halt einfach nicht reingekommen. Und Bruce pst uns von der Seite an. Aber erstmal gehe ich zur Schatztruhe. Okay, drei Seeds. Braucht mal ewig, bis man da Seeds bekommt. Ja, der sieht vertrauenswürdig aus. Er gehört auf jeden Fall mit zu den Rassen hier als Squirrel. Genau, der wollte uns nicht durchlassen. Ah, Matter, there's another route. Also er redet so in diesem starken, kann ich nicht nachmachen, aber er redet in diesem starken, würde ich sagen, British Arbeiter-Slang. What's your price, Harlequin? You want seats, right? Nah, I didn't want your seats. Ja, nee, ich kann die nicht. Just your skills, okay. I'm a bard, not a fighter. Ah, ein Barde, okay, ganz witzig. Lousy pacifist. I think that's a very fair offer, Mr. Squirrel. What do you say, Sir Venom? Deal. Bugs are pushed over. I say we have a deal, Squirrel. Magic. Name's Bruce, by the way. Verm. And I'm Lady Cyber. No, wait, just Cyber? Nice to meet you, Bruce. Bruce has joined the party. Perfekt. Können wir mal noch gucken, was hier dran steht. For authorized personal only. Tjo. Oh, I almost forgot. Don't even think of using the service tunnel because one of our engineers was eaten by a... Oh, they are gone. Well, not my fleas, not my circus. Good. The plaque reads, beauty can be found in all things. Das hatten wir ja vorhin schon mal in diesem, in dem Buch, wo man, was ich ja so verstanden hatte. Oh, vorhin in der letzten Folge. Dass man im Prinzip. Achso, ja, ich kann ja noch auf eine Stufe aufsteigen. Das mache ich mal noch.
Was haben die eigentlich hier als Equipment? Nichts weiter so richtig. Ja, gebe ich mir mal hier. Sie braucht auf jeden Fall mehr Leben. Ihn habe ich noch nicht kämpfen sehen. 16 hat er. Wie viel haben die anderen? Ja, nee, dann gebe ich ihm noch ein bisschen Angriff, würde ich sagen. Achso, den. Nee, genau, stimmt, den hat er ja schon. Da kriegt er jetzt hier irgendein Special-Ding. Okay. Gut. Nochmal. Gut, Game has been saved. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's auf Pixel Knights. Und nächstes Mal gehen wir dann runter in den Tunnel und schauen, was da so abgeht. Mit wahrscheinlich den nächsten Kämpfen. Also bis zum nächsten Mal.